Pokal. Niemand schaut einen Pokal. Hi Lesefreaks, willkommen bei Schwarz auf Weiß. Dieses Mal wirklich mit meinem allerersten Book Haul. Und das war überhaupt nicht geplant, sondern ein Unfall. Ich war nämlich in Sachsenhausen einkaufen bei Meixner und Dennerlein. Eigentlich war ich hier auf der Suche irgendwie nach Büchern für den Deutschen Buchpreis. Ja, ich weiß, die Shortlist kommt bald und ich bin ziemlich spät dran. Und am Ende habe ich auch gar kein Buchpreisbuch gekauft, sondern das hier ist passiert und da schauen wir mal rein. Ich habe am Ende hier so viel gekauft, dass ich sogar diesen Stoffbeutel kostenlos dazu bekommen habe. Und zum 35. Geburtstag der Buchhandlung wurde ich auch eingeladen. Ja, also wie gesagt, eigentlich war ich für den Deutschen Buchpreis da. Davon ist aber nichts, original nichts in dieser Tasche gelandet. Oh, das ist der Kassenzettel. Hier steht teuer, teuer, teuer. 160 Euro. Stefanie Sargnagel, konnte ich dran nicht vorbeigehen. Die Statusmeldung, die war vorher bei irgendeinem österreichischen Kleinverlag, wo man auch nur ganz schwer die Bücher bekommen hat. Das habe ich mir von Buchhändlern sagen lassen, dass die oft nicht lieferbar waren. Ich wollte mal den Vorgängerband verschenken und das hat dann aber nicht funktioniert. Naja, jetzt ist sie bei Rowohlt und ich habe mir das Buch selbst gegönnt. Ja, die beiden hier haben mich schon draußen angesprungen. Französisch und Polnisch. Ich hatte schon im letzten Video ja gesagt, dass ich beide Sprachen spreche. Polnisch so lala, Französisch benutze ich öfter in meinem Alltag, über den Sport zum Beispiel auch. Und da gefällt mir insbesondere gut, dass hier auch so Körperteile und sowas drin sind. Das ist nämlich was man im Sport häufig braucht. Und wenn man mal so gezielt irgendwie was nachgucken will, dann ist das eigentlich ganz cool. Mal gucken. Ich hoffe, dass ich es wirklich benutze und dass es nicht irgendwo dann in der Ecke einfach landet. Mit jeweils 5 Euro waren die jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Unbedingt empfohlen wurde mir von der Buchhändlerin Jasmina Reza die Theaterstücke kenne ich. Reza ist die meist aufgeführte Theaterautorin unserer Zeit. Das ist ihr neuer Roman Babylon und diesmal, also die Stücke kenne ich oder die meisten Stücke von ihr kenne ich und diesmal behält sie so diese Kammerspielatmosphäre und diese feinen psychologischen Dinge bei. Und diesmal eskaliert es, wenn ich es richtig weiß, auch in so einer Ehesituation. Und diesmal passiert sogar ein Mord. Und so weit ist sie bisher noch nicht gegangen. Ihr seht, es ist noch eingeschweißt. Ich freue mich tierisch aufs Lesen. Das hier steht auch schon ein paar Wochen auf meiner Leseliste. Ich führe immer in meinem Handy so eine Notizlistenfunktion. Und da ist Underground Railroad schon seit vielen Wochen drin. Hat den Pulitzerpreis bekommen. Ja, der Hintergrund ist ein realistischer, nämlich geht es um die USA, um Sklaverei und so ein System, das Sklaven die Flucht aus der Sklaverei verhelfen soll und dass das nicht immer ganz glatt läuft, das ist dann hier nachzulesen. Ich habe noch nicht reingelesen, ich habe es blind gekauft und auch hier werde ich euch noch erzählen, wie gut das war. Das hier stand so lange auf meiner Liste, dass ich es schon wieder vergessen habe. Ich habe zwei japanische Bücher noch eingekauft. Und zwar ist das einmal das Jagdgewehr, runtergesetzt auf 4 Euro. Da kann man nichts falsch machen.
Wenn ich mich richtig erinnere bei diesem Surkamp-Titel, dann ist es so, dass es dass dieses Gewehr, ich weiß nicht, was damit passiert, auf jeden Fall hängen da mehrere Perspektiven auf der ganzen Welt dran. Kann sein, dass ich total falsch liege damit, aber da ich jetzt nach Japan fliegen werde mit meiner Freundin, ist das vielleicht eine ganz gute Einstimmung, und ich habe auf jeden Fall sehr viel Gutes schon davon gehört von diesem Buch, und deswegen habe ich es mitgenommen. Und das Gleiche gilt hier für den Schlüssel. Der Autor ist mittlerweile verstorben, ist aber einer der ganz großen japanischen Romanciers gewesen. Junichiro Tanizaki hat das geschrieben. Titel ist bei Kainan Aber erschienen, und da bekommen wir zwei Tagebücher präsentiert. Das ist quasi so ein Ehedrama. Wir haben nur die Tagebücher. Wir haben die Situation, ein Ehemann, eine Ehefrau, beide können nicht so richtig miteinander kommunizieren. Und deswegen gibt es quasi so ein Spiel. Er schreibt ein Tagebuch in der Erwartung, dass sie das liest, und sie macht dasselbe. Und ob die beiden wirklich in dem Tagebuch lesen, ist gar nicht so klar. Also wir haben nur diese beiden Tagebücher. Ich habe auch unglaublich viel Gutes über dieses Buch gehört. Es wurde mir in der Buchhandlung auch empfohlen. Ich konnte nicht dran vorbeigehen, und ich werde das jetzt lesen. Dann muss ich natürlich auch meinem Sachbuch Fable ein bisschen nachkommen. Die Austern des Monsieur Balzac bin ich jetzt auch hier drüber gestolpert und habe reingelesen und es stilistisch für sehr interessant befunden und auch vom Thema. Ich bin jetzt kein Balzac-Kenner, der Mann hat einfach unglaublich viel geschrieben. Das ist so eine kleine Bildungslücke von mir. Auf jeden Fall geht es, ist es so ein, ja, keine richtige, keine komplette Biografie, sondern es geht so um den Lifestyle, sage ich mal, von Balzac, wie er groß geworden ist. Am Anfang geht es um die trostlose Kindheit, ohne jede Liebe, und das war so gut beschrieben, dass ich dachte, ja, das will ich weiterlesen. Und die nächste Nummer, die war richtig mies, die war richtig gemein. Da lag nämlich draußen von Artemis und Winkler und irgendwas, lagen zwei von drei Bänden mit Tschechow-Erzählungen für 9 Euro, lagen draußen, aber der erste Teil, der hat gefehlt. Und dann bin ich reingegangen, habe gemeint, ja, da liegen, also Tschechow, natürlich großer Erzähler, Novellen von Weltrang, wo ich aber nur einzelne kenne, und da dachte ich, oh, das ist doch was, das kann man immer zwischendurch gut lesen, und Klassiker lese ich eh gern. Und habe danach gefragt, und den ersten Band gibt es nicht, und man kann auch nicht mehr bestellen bei diesem Verlag. Und bevor ich jetzt anfange, die zwei Bände mitzunehmen und will dann vielleicht noch die anderen mir holen, und dann gibt es irgendwie Überschneidungen und das passt nicht zusammen, habe ich gemeint, nee, ich hänge gar nicht an dieser Ausgabe, aber auf Tschechow habe ich jetzt Lust bekommen. Was gibt's denn da? Und dann verweist der gute Buchhändler hier ganz trocken auf diesen wunderbaren Schuber von Diogenes. Es sind Leinenbände. Ich habe das in den Bookish Facts About Me hier schon verraten, dass Leinen meine große Schwäche sind und Schuber auch, und Leinen in Schuber ist natürlich das höchste der Gefühle. Ja, was soll man sagen? Es war dann ein bisschen teurer. Also 48 Euro Tschechow, die späten Erzählungen. Aber es ist eine tolle Ausgabe und ich freue mich jetzt drauf. Ja, das waren die Bücher, die ich gekauft habe. Und da habe ich Glück gehabt, dass ich nicht hier den Weltempfänger mit hatte. Von der Litprom, hier sind nämlich auch noch ein paar Titel drauf, die ich
eigentlich kaufen wollte, aber ich habe diesen Zettel vergessen. Und es gab für einen Einkauf war das auch genug, aber ich fürchte, dass ich nächsten Monat, nämlich nach der Frankfurter Buchmesse, werde ich wieder losziehen und dann gibt es noch einen viel größeren Stapel. Und ich werde dieses Video nicht beenden, ohne euch an die Wahlurnen zu rufen. Es stehen nämlich zwei Wahlen an. Zum einen die Bundestagswahl, da habe ich schon gewählt, nämlich per Briefwahl, weil ich, wie gesagt, im Urlaub sein werde. Und das ging ganz unproblematisch. Man muss nur zwei Kreuze machen und eine Unterschrift. Dann kommt ein Umschlag in Umschlag. Und das ging ratzfatz. Also ich habe schon gewählt und ich hoffe, ihr tut das auch. Mir fällt es auch oft sehr schwer, mich zu entscheiden, ja, wen wähle ich denn? Mit wem wäre ich denn am wenigsten unzufrieden? Aber in meinen Augen ist es auf jeden Fall besser, eine Partei zu wählen, bei der man 70% Übereinstimmung im Wahl-O-Mat hat und nicht ganz zufrieden einfach vielleicht ist. Naja, das ist immer noch besser, als irgendwie zuzugucken, wie irgendwie ein paar Arschgeigen dann an die Macht kommen, die man auf gar keinen Fall haben will. Also hoffe ich, dass ihr auch wählen geht. Und dann gibt es noch eine BookTube-relevante Sache, nämlich den Buchblog Award 2017. Der läuft gerade und ich habe auch schon von einigen sehr geschätzten BookTubern gesehen, dass sie teilnehmen. Da sind 400 Blogs dabei und auch ganz viele BookTuber dabei und auch viele, die ich schätze. Und auch hier habe ich schon meine Stimme abgegeben und zwar eine einzige. Also ich bin, um es gleich zu sagen, ich bin nicht dabei, ich könnte auch gar nicht teilnehmen, weil so alt ist mein Kanal noch gar nicht. Aber guckt da mal rein und gebt euren Favoriten doch eure Stimme. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ihr schon diese Bücher gelesen habt, lasst doch einen Kommentar da, wie ihr die gefunden habt. Mit was ich vielleicht unbedingt anfangen soll oder womit ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ansonsten bin ich erstmal im Urlaub, melde mich danach wieder, also der Kanal ist nicht tot. Ciao.